Hallo und willkommen zurück zu Wayne City. Also ich habe in der Folge davor, ja, wir mussten ja schneiden und ich habe halt dieses, oh Gott, wie hieß das nochmal? Share Factory von der PlayStation mal probiert. Also nicht wunder, dass die Folge davor so ein kleiner Vorspann und ein Nachspann von der PlayStation hat. Ich werde es mal gucken. Mal ausprobieren, vielleicht kann man das auch wegschneiden, weil ich habe auch gesehen, das rendert dann und dann sind die Folgen kleiner und dann kann man sie halt besser hochladen. Wir müssen mal gucken, ob das so klappt oder halt nicht. Aber ich tue mich mal da ein bisschen reinwursten und es gibt wahrscheinlich bessere Programme, aber wir gucken einfach mal. Ja, ich hatte es eben fast richtig. Die Maus geht nämlich weg, wenn man da in der Ecke steht und dann kann man sich das nehmen. Also, ja, fast richtig hatten wir es schon. Aber auch wenn man da drauf gestanden hätte, eigentlich hätte es auch klappen müssen, ne? Aber naja, ist ja egal. Wo ist nur diese? Achso, wir müssen das wahrscheinlich da draufsetzen, ne? Ah, guck mal, das können wir jetzt nehmen. Was sagt er denn? Der Fernseher funktioniert endlich wieder. Danke. Okay. Ich sehe was an der Seite. Jetzt kann ich mich endlich entspannen und mir die Nachrichten ansehen. Ah, okay. Jetzt können wir das wohl kombinieren. Ah, okay. Dann funktioniert das irgendwann. Und ich dachte eigentlich, wir könnten das Ding hier reintun. Ehrlich so gesagt. Kann man das eigentlich noch mit dem Magneten? Ach, es geht auch mit dem Magneten. Okay. Ich denke mal, dass wir das dann hier aus der Fenster dann machen. Och, die Jelly, die will aus dem Fenster gucken. Und dann hier irgendwas rausziehen. Ach, bestimmt den Stab da, ne? Das sieht gut aus. Also ich mag das Spiel irgendwie voll, ne? Ich habe ja eben mal aufgehört und dachte so, ja, so, irgendwie willst du das doch weiterspielen. Eigentlich ist das ja gar nichts so für dich, aber irgendwie macht das voll Spaß. Zwar, ich muss sagen, dieses eine Rätsel, das fand ich sehr scheiße, aber in jedem Adventure gibt es so ein Rätsel, ne, wo man denkt, ne? Muss das jetzt sein? Achso, er hat das Tor zugemacht und das Wasser abgelassen. Ah, super. Dann kann der junge Mann zur Arbeit und wir kommen auch weiter. Wir haben auf jeden Fall die Angelschnur behalten. Das heißt, wir können ihn benutzen. Sagt er was anderes jetzt? Du bist wirklich großartig. Es ist toll, dass die Luke geschlossen ist, aber es scheint, als ob die Wasserpfütze auf dem Boden noch immer unter Strom steht. Warum versuchst du es dann nicht? Wenn du keinen Stromschlag bekommst, gehe ich auch. Ja, klar. Ja, ich glaube, wir gehen dann hier lieber hier unten lang, ne? Oh Gott. Oh. Oh nein, ich sehe schon. Ich sehe schon, dass das nicht mein Spiel ist. Also das jetzt hier. Wir können das schieben. Wir können auch runter. Wir können das hin und her schieben. Ich denke mal, wir müssen das hier runterschieben, wenn das geht, ne? Ja, und das können wir nicht bewegen. Okay. Okay, ich habe eine Fliesenplatte. Noch eine Fliesenplatte. Oh Gottes Willen. Ah, da ist noch eine Fliesenplatte. Können wir die jetzt auch das Wasser werfen und dann müssen wir das hier nicht machen? Ich vergesse immer, dass. So, wir müssen das so schieben. Ah, da sind aber noch zwei Fliesenplatten. Vielleicht hier drunter? Warte, ich hebe erstmal die Fliesenplatten aus. Ich denke mal, es sind Fliesen. Drauf? Nee. Ach, guck mal, da war was. Da fehlt ein Rohr. Und was ist das? Ah, da können wir bestimmt den Magneten benutzen. Oder auch nicht. Müssen wir das anklicken? Okay, dann haben wir das schon mal.
Da war nochmal das Rohr, okay. Haben wir nicht. Das können wir hier anbratzen. Ach, da war das, okay. Oh nein, das wollte ich gar nicht nehmen. Lass das da drauf. Okay, wenn wir es mitnehmen können, dann muss es nur engst eine andere Funktion haben. Okay. Okay. Nehmen. Ah, okay. Das sieht aus wie so Patronenhülsen. Mit können wir die nicht mitnehmen, ne? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt das Rohr einsetzen und dann geht wahrscheinlich das nächste Rätsel los. So. Jetzt drehe ich mal dran. Nein! Ah! Die falsche Taste! Ah, wir haben mehr Rohre, sehe ich gerade. Okay. Wenn ich irgendwie hier so... Oh, gibt keinen Sinn. Okay. Ich guck jetzt mal. Ich... Lass das mal laufen. Jetzt die richtige Taste. Funktioniert nicht. Schau mal, das andere konnte man nicht mehr drehen, ne? Ja, das ging irgendwie nicht. Also für irgendwas muss die Kiste ja gut sein, ne? Ah, guck mal da. Ich kann mal, glaube ich, auch das Ding hinsetzen, wie das aussieht. Das mitnehmen. Und drehen. Okay. Ach, okay. Da kann was hingesetzt werden. Das können wir auch wieder nehmen. Oh Gott. Ich setze einfach mal hin kurz. Das. Oh Gott. Ich weiß zu laut, dass das Rätsel hier... leichter ist. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ach, wir haben keine mehr. Okay. Ich habe wahrscheinlich sowieso falsch gesetzt. Okay. Also wir müssen nochmal ganz runter machen. Runter. Okay. Runter hier. Oh, scheiße. Ist egal. Nein, die Kiste. Na, ach, Mann. Ah, wir hätten das vielleicht mitnehmen müssen und dann das andere drehen müssen, ne? Mist! Ah, ist alles nochmal von neu. So, dann holen wir das andere erstmal wieder. Schieben wir Dreieck.
Nehmen, nicht wieder benutzen. Runter. Wenn das jetzt funktioniert. Okay. Sehe ich jetzt nicht. Drehen. Aber das ist da oben noch da, das Wasser, ne? Ja. Einmal runter. Immer noch mal runter. Ach, ja, auf der anderen Seite muss man die Kiste benutzen. Zen. Aber wir können ja nicht das Ding auf der. Wenn wir es auf der anderen Seite anschließen, funktioniert das ja nicht. Ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich nehme es nochmal mit. Weil hier ist ja kein anderes, ne? Ja. Benutzen. Nö, funktioniert nicht. Warte mal, das geht so, so. So, so. Ah, warte mal. Ich brauche noch. Ja, ich will das aber mitnehmen, wie der Wasser ist. Ah, muss ich wirklich einmal runter machen, damit ich das mitnehmen kann? Runterspringen. Warte mal, das werde ich lassen. Ich versuche mal, das hier hinten wegzunehmen. Weil, das will ich eigentlich da unten hinsetzen, mit dem da. Wartet, so, so. Weil man, da kommt das raus, das Wasser. Dann müsstet ja eigentlich da eins hingehen. Oh Gott. Also von oben kommt das raus. Ist es, kann ich hier schon eins hinsetzen? Ne, muss ich nur eins nach unten. Es kann sich nur um Stunden handeln. So ein Rätsel nach dem anderen, ne? Ich habe das jetzt da hingesetzt. So, kann ich eigentlich das Ding schon mitnehmen wieder? Warte mal, das geht so. Dann muss ich das ja wieder runterlassen, das Wasser. Muss ich das ganz runter machen oder kann ich das auch so nehmen? Ich komme gar nicht runter, wenn das so ist. Mein Nacken tut mir weh. Sie.
Fresse, was ist doch los? Mitnehmen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht müssen wir da eins hinsetzen. Ich nehme die nochmal alle kurz, wenn ich das Wasser wieder runtergelassen habe. Das ist jetzt ein bisschen blöd, finde ich. Mitnehmen. Kann ich das nicht mitnehmen? Doch. Wartet mal, so läuft das. Das nehme ich auch mal. Nein! Das läuft so. Läuft das wieder nach oben oder so? Ich gucke jetzt sonst gucke ich einfach gleich nochmal im Internet. Also bei dem. Wenn Rätsel zu lange dauern, macht uns auch keinen Spaß mehr. Oh, jetzt komme ich ja nicht dran. Nein! Nein! Och Mann! Och. Das ist jetzt blöd. Dann nochmal alles runter. Schieben ist Dreieck. Weiter geht's nicht. Hoch war Viereck und neben ist Kreuz. Ist wahrscheinlich sowieso wieder falsch. Benutzen. Ne, ist falsch. Okay, ich werde mal nachgucken, wie das funktioniert und bis gleich dann. So, ich habe die jetzt einfach mal gesetzt, wie sie sein müssten. Jetzt müssen wir nur noch das Zahnrad da unten holen gehen. Und, Kiste bewegen. Ich verstehe das Rätsel nicht so ganz. Das irgendwie ist das, ja. Nehmen wir das. Ich hoffe, das ist jetzt das richtig. So. Hoch. Und Zahnrad. Und drehen. Und? Das sieht gut aus. Ja. Super. Die Heimfolgen bestehen nur aus Rätselraten. Oh mein Gott. Okay, ach, der Typ ist natürlich weg. Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Da können wir nicht lang.
Wo müssen wir denn lang? Da ist eine Treppe. Oder? Ja. Okay. Da ist eine Tür, wo wir rein könnten. Da könnten wir auch rein. Ein Baum. Dieser Baum ist vollkommen tot. Hat ihm vielleicht der Regen zerfressen? Okay, ich glaube, da könnten wir auch weiter, ne? Ja, da könnten wir auch weiter. Wir gucken uns erstmal die Häuser da vorne an. Geh erstmal hier rein. Wie sieht's denn hier aus? Da könnten wir rein. Da könnten wir rein. Eine riesige Pflanze, die ist so hoch, dass sie bis in den ersten Stock reicht. Okay. Da, also wir können glaube ich überall rein, wie das aussieht. Ich gehe erstmal bis nach oben. Okay. Da können wir nicht rein. Da könnten wir auch rein, okay. Hier ist aber wohl nichts drin. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich wieder eine Leiter oder so, ne? Gehen wir da mal reingucken. Was ist dieses Grün? Was ist dieser grüne Rauch, der den Raum erfüllt? Gleich sind wir Game Over. Oh. Ich bewege mich alleine. Oh oh. Okay, dann kommen wir direkt wieder vorne. Mir ist schwindelig. Warum bin ich wieder am Ausgang? Okay. Ah, warte mal. Ich habe eben was vom Labyrinth in den Trophäen gelesen. Vielleicht ist das das hier. Ach, guck mal. Hier brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel wieder. Ein abgeschlossener Brunnen. Oh, guck mal, eine Ratte. In diesem Regal reihen sich merkwürdige Arzneien aneinander. Aus dem brennenden Ofen dringt ein schrecklicher Geruch. Auf dem Monitor sind die Zusammensetzungen zahlreicher Arzneien zu sehen. Die Mengen von drei Fliegen, einer kleinen Schlange, Schale Regenwasser aus dem Abflussgraben, das eine Nacht stehen gelassen wurde, zwei kurzsichtige Augäpfel mit minus 4,5 Diotrien und Konsistenz. Okay. Ich will es gar nicht wissen. Okay, eine Ratte. Mist, ich kann keine andere Ersatzstoffe finden. Es war der letzte Schritt. Stör mich nicht. Ich untersuche gerade eine bahnbrechende Arznei. Hau ab. Okay. Wir gehen. Da waren wir noch nicht drin, glaube ich, oder? Oh Gott, ist das Schäfchen krank? Da können wir rein. Auf dem Tisch liegen zahlreiche Medikamente, wie Hustenmittel und Schmerzmittel für Lungenkrankheiten. Die Krankheit scheint sehr ernst zu sein. Fotos der Familie des Schafes. Wo könnten sie jetzt sein? Tot? Hust, Hust, Hust. In letzter Zeit ist die Luft in der Stadt immer schlechter geworden. Die meisten Leute in der Nachbarschaft sind bereits weggezogen. Weggegangen. Aber dieser alte Mann hat nicht genügend Willenskraft dafür. Ich war bereits krank und dann geht auch noch das Abwasserrohr in der Decke kaputt. Könntest du bitte
das für mich reparieren. Was liegt da? Leere Futterschale. Oh Gott, das ist bestimmt die Katze, die da oben hängt, oder? Das Rohr ist zu hoch, um hochzuklettern und es zu reparieren. Du musst die Rauchquelle finden. Ein alter Projektor. Okay. Wir waren jetzt oben überall schon drin, ne? Ich glaube ja. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ich mache jetzt auch für den Part Schluss und gehe mal auf die Toilette. Und, ja, ich würde auf jeden Fall gleich noch weiter aufnehmen. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis